Wir befinden uns mal wieder in unserem Tiny House, auf der Tiny House Baustelle, wenn man so sagen kann. Es ist einiges passiert. Wir haben nämlich so ziemlich alle Wände geschlossen hier in unserem Tiny House und das möchten wir euch heute zeigen. Wir sind übrigens Anja hinter der Kamera und Ilan. Wir haben ja die Entscheidung treffen müssen, welche Wand wir tatsächlich schließen wollen und welche wir geöffnet lassen. Also ob wir unser Ständerwerk zeigen oder ob wir das nicht tun, weil diese Sandwichplatten hier quasi schon die Dämmung enthalten. Also war es eigentlich nicht notwendig, hier alles zu schließen, aber es hat natürlich schon eine andere Wirkung, wenn man eine wirklich saubere, cleane Wand vor sich hat oder eben dieses Ständerwerk überall sichtbar ist. Und vor allen Dingen, weil wir auch die ein oder andere Lampe noch installieren wollen und Verstärkungen brauchen dafür und die Steckdosen natürlich. Also haben wir uns entschieden, eigentlich einen Großteil, ich würde mal sagen über 60% in diesem Haus zu schließen. Ihr seht auch schon hier oben, dass hier einiges passiert ist. Im Loftbereich natürlich auch, da war gar keine Wand. Hier oben war auch keine Wand. Aber starten wir mal der Reihe nach. Das hier habe ich gestern noch zugeschnitten und angebracht. Das war ja geöffnet. Hier ist ein Fichtebalken, der ist 60 breit. Der gesamte Zwischenraum hier ist 80, also 8 cm. Und das macht schon einen ganz anderen Eindruck jetzt, wo das geschlossen ist. Das wird natürlich alles verspachtelt und dann nochmal geschliffen und gestrichen in unseren Farbtupen. Aber wir wollten das sonst, also ich stehe da auf jeden Fall drauf, ich muss da Anja noch ein bisschen überzeugen, glaube ich, das hier noch schleifen, dass es schön glatt ist. Und dann eigentlich, oder vielleicht gar nicht erst anfassen. Ich finde es eigentlich schön, so wie es ist. Ich würde es auch nicht streichen. Dieser Bereich hier soll nämlich auch eine Funktion übernehmen und zwar soll er Platz bieten in Regalform oder in Regalformat für beispielsweise Gewürze oder verschiedene Schraubgläser mit Inhalten, die wir jetzt noch nicht kennen. Nüsse. Nüsse zum Beispiel, da kam es. Und hier oben haben wir die erste etwas längere Wand, die hier gezogen ist. Das war alles geöffnet, das sah so aus, hier links. Da ist mir die Wand nicht gelungen. Ich habe mich da quasi irgendwie an den Balken orientiert, hätte mich aber an der oberen Platte orientieren müssen und somit habe ich die verhauen. Wir haben auch keinen Ersatz, wir müssen die also nachbestellen. Aber hier seht ihr ungefähr, wie das aussehen wird. Und so wie wir das hier auch schon gemacht haben, so sieht es dann eben fertig aus und gestrichen, wird hier alles dann nochmal, nachdem wir es verspachtelt haben, geschliffen und dann eben auch gestrichen. Diese Wand hier unten, die war auch ziemlich wichtig, also für unser Wohlgefühl. Wir hatten das eine ganze Weile hier geöffnet. Das ist so eine Wand, die hier ums Eck geht. Die reicht hier auch schon. Also das ist tatsächlich das Problem, wenn man verspachtelt. Das wird einfach reißen. Damit muss man rechnen. Und deshalb haben wir auch solche schönen Dekore hier bestellt, dass wir akzentuiert mit diesen Dekoren hier arbeiten von ORAK, die wir quasi einmal hier um die Ecke einmal bringen. Zu den ORAK-Dekoren machen wir aber noch ein separates Video, weil wir eigentlich 80 bis 90% dieser Lücken damit schließen werden. Ich zeige euch auch nochmal hier, wie das aussehen kann. So, und dann sieht man auch nicht, wenn der Riss immer wieder aufgeht. Hier sind einige Lücken, die wir auch schließen müssen. Also es ist nicht so, dass wir das nur aus Spaß machen oder weil es schön aussieht, sondern weil es ohne Dekor unserer Meinung nach nicht mehr so schön aussieht. Hier ist eine Lücke, da vorne ist noch eine etwas größere Lücke, als ich wollte. Und die hier habe ich schon geschlossen. Und da werden wir halt einfach mit den Dekoren arbeiten. Auch hier, ich hatte ja vorhin die Qualität der Pappelsperrholzplatten angesprochen. Wir haben fast ein Jahr mit den anderen Platten gearbeitet und die ist uns noch nie aufgechippt. In diesem Fall ist es aber passiert. An einigen Stellen, man muss nur mit Schleifpapier rangehen und dann passiert das auch schon, wenn man irgendwie in die falsche Richtung schleift. Wenn wir uns das nämlich hier mal angucken, hier läuft nochmal eine Verstärkung bzw. nochmal eine Pappelschicht. Das heißt, wir werden auch hier mit einem Dekor arbeiten und dann ist das auch nicht mehr sichtbar. Das geht hier rein. Ich habe deshalb jetzt hier diese Eckleiste gewählt, weil wir am Ende dann diese Gardinenhalterung auch hier anbringen werden. Die verschwindet hier, deshalb haben wir auch diesen Überstand. Und mit dem in Kombination, ich versuche das jetzt mal, ist das zumindest schon mal schön verschwunden. Wo wir noch gerade bei dem Thema Gardinenstange sind, wir haben uns nämlich für ein Dreischienensystem entschieden. Das liegt daran, dass wir gerne in der äußersten Schiene eine Art Fliegenschutz auch anbringen wollen. Wir haben das im letzten Jahr gemerkt, dass hier enorm viele Fliegen reinfliegen wollten, weil sie aus unserem Oberlicht wieder raus wollten und kamen dann nicht raus. Und dann hatten wir hier echt einen Fliegenfriedhof. Also das müssen wir für diesen Sommer
tatsächlich auch ändern. Das heißt, wir möchten einmal einen Fliegenschutz integrieren, dann eine Tagesgardine, die auch Licht durchlässt und dann aber eine abdunkelnde Nachtgardine. Wir haben uns da auch schon Stoffe ausgesucht. Dazu kommen wir dann später, wenn wir mit den ganzen Schleifarbeiten hier auch durch sind. Aber deshalb drei. Jetzt sind wir im Badezimmer oder im Durchgang. Wir sind noch nicht ganz fertig geworden. Also ihr seid wirklich up to date. Wir hatten gehofft, bis gestern alle Wände geschlossen zu haben. Das haben wir leider nicht ganz geschafft. Falls das heute im Laufe des Tages noch passieren wird, blenden wir euch das Ergebnis jetzt ein. Und wo wir gerade noch im Badezimmer sind, gibt es auch noch eine Platte. Dieses gute Stück hier ist auch noch nicht angebracht, aber soweit zugeschnitten. Und zwar war uns total wichtig, so schnell wie möglich unseren Technikbereich zu schließen. Und wir sind jetzt hier an unserem Badezimmerschrank oder Waschmaschinenschrank. Hier unten wird ja die Waschmaschine oder ein Waschtrockner hinkommen. Hier haben wir genügend Stauraum und hier oben ist unsere komplette Technik verbaut. Hier werden wir wahrscheinlich eher seltener dran müssen oder möchten das Ganze nicht mit einem großen Schrank integrieren und haben deshalb einfach eine Platte zugeschnitten, die wir dann im besten Fall so einsetzen können. Jetzt haben wir aber noch nicht diese komplette Schrankkonstruktion fertig, beziehungsweise haben hier noch keine Türkonstruktion, weshalb wir das Ganze noch nicht befestigt haben. Aber uns war einfach wichtig, dass wir hier schließen können. Dadurch, dass ja auch durch die Heizung Hitze entsteht, werden wir zusätzlich noch Luftschlitze integrieren müssen. Wir haben hier vorne noch Lüftungsgitter oder einen Lüftungsgrill, ich weiß nicht, wie man das sonst nennt, die wir auch für unsere Konvektoren verwenden werden. Und vielleicht setzen wir dann hier ein oder quer noch in dieses Brett ein. Das werden wir dann noch sehen. Das dauert bestimmt noch ein paar Wochen. Aber dann ist dieser Bereich auch endlich geschlossen. Jetzt kommt der für uns abgefahrenste Raum. Das ist unsere Wandverkleidung. Wir finden es total cool, weil wir einen Teil oder Bereiche, die unserer Meinung nach nicht so schön waren oder mit Kit geschlossen wurden im Ständerwerk, wir den Bereich jetzt geschlossen haben. Und trotzdem aber ästhetisch, wie wir finden, hier diese Ausschnitte beibehalten haben. Das heißt, hier können dann später noch Regalbretter rein oder was auch immer. Wir wissen auch noch nicht genau, ob der Bereich gestrichen wird oder nicht. Ilan möchte es sehr gerne natürlich halten. Ich bin eher Fan davon, das dann eher zu streichen. Da müssen wir noch knobeln, wie wir es machen. Und hier haben wir links und rechts einmal natürlich auch die Möglichkeit, zwei Lampen anzubringen. Welche das sind, wissen wir noch nicht. Die Wand ist natürlich auch noch nicht behandelt. Alles ist noch roh. Aber wir finden es optisch wieder schon so einen Fortschritt, so eine Weiterentwicklung. Natürlich ist auch hier nicht alles perfekt und schön geworden. Es gibt noch Lücken, denen wir uns später widmen müssen. Die sind leider etwas groß. Mal gucken, ob wir mit unseren ORAK-Dekoren, mit diesen Leisten, da noch einiges verkleiden können. Wir werden sehen, halt euch auf dem Laufenden. Aber ja, das ist der Stand. Und bevor Ilan euch das Loft zeigt, auch noch ein kurzes Update zu unserer Treppe. Denn auch hier wurden jetzt komplett die Lücken geschlossen. Auch die Treppe ist natürlich noch nicht geschliffen und behandelt. Aber man kann endlich nicht mehr durchgucken, man sieht nicht mehr die Technik. Auch wenn der Schrank hier noch nicht gebaut ist, aber auf den ersten Blick haben wir jetzt endlich mal eine geschlossene Treppe. Ja, also die Wand links von euch, die kanntet ihr schon. Und den Lüfter haben wir ja auch schon mal erklärt. Diese Wand hier rechts davon, die wollen wir geöffnet lassen. Und wir haben auch lange überlegt, ob wir das Gleiche dann auch hier versuchen, dass wir auch diesen Raum offen lassen, weil das hier wirklich nochmal eine andere Weite bringt. Es wirkt auch schon etwas enger hier, dadurch, dass wir die Wand jetzt hier gezogen haben. Aber es ist auch so, dass es den Vorteil hat, weil das war vorher auch so, dass wir hier uns nicht wirklich anlehnen konnten. Wir hätten diesen Zwischenraum nicht benutzt. Das wussten wir jetzt schon, weil wenn wir jetzt hier sitzen auf unserer Matratze, dann sind wir beispielsweise schon so hoch. Und was möchtest du hier machen? Diese Lampe, die hier eigentlich hin sollte, die haben wir jetzt hier durchgezogen, haben wir durchgebohrt, damit wir noch, weil daran haben wir irgendwie gar nicht gedacht, wo das Licht denn bitte für unser Wohnzimmer herkommt. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir nicht genug Licht haben, weil wir haben ja auch diese Lichterreihe hier im Küchenbereich, die auch durchaus den Raum ausreichend erhält. Aber es wäre trotzdem schön, um eine separate Lampe hier irgendwo zu integrieren. Also haben wir gesagt, okay, wir brauchen das Licht hier oben eigentlich gar nicht. Wir ziehen das Kabel hier durch, es ist auch lang genug, es reicht bis hierhin. Und gucken, ob wir vielleicht hier ein Licht integrieren oder wir verlängern es und packen dann da irgendwo nochmal eine Lichtleiste oder eine
Lampe oder an die Decke, sagt Anja immer. Das fand sie auch schön. Ich finde das ja nicht so gut. Aber okay. Ja, werden wir uns sicherlich auch noch einig. Also wir haben alle Platten, wo wir wussten, da kommt entweder eine Steckdose oder eine Lampe hin, nochmal verstärkt. Weil im Grunde ist es ja, dahinter ist ja im Grunde sonst nur ein Hohlraum. Und diese Verstärkung ermöglicht uns jetzt beispielsweise diese Lampe, die wir ursprünglich eigentlich für den Arbeitsraum hier unten oder für das kleine Zimmer gedacht hatten, hierhin zu positionieren. Das hat nur einen Nachteil. Ich finde es nämlich optisch eigentlich sehr schön. Der Nachteil ist, dass sich dadurch das Fenster nicht mehr ganz öffnet. Die Wand ist etwas komplizierter, weil wir hier noch einen Aufbau haben von 18 mm. Hier unten ist ja unser Sicherungskasten. Dadurch mussten wir die Wand mit 18 mm nochmal hervorbringen. Und das heißt, diese Wand, damit die hier auch bündig abschließt, mit der haben wir das Gleiche gemacht, wollten aber hier oben diese 18 mm nicht verlieren an Innenraum, haben also quasi eine Wand, die jetzt so läuft. Auch hier könnt ihr sicherlich schon gleich erkennen, sind sichtbare Lücken, die wir dann auch mit den Leisten, mit den ORAG-Leisten schließen werden. Und wie gesagt, dazu gibt es dann auch noch ein gesondertes Video. Wir sind jetzt nochmal ganz kurz im Zweitzimmer. Ich habe nämlich vergessen zu erwähnen, dass wir ganz bewusst diese Seitenwände auf der Seite als auch auf der gegenüberliegenden Seite offen lassen werden. Hier kommt lediglich noch eine Ablage hin für die gezogenen Wände, weil dieses Zimmer 3,8 Quadratmeter hat und wir einfach nicht die Weite verlieren möchten. Und deshalb ganz gezielt auch wieder mit dem offenliegenden Ständerwerk spielen. Man kann hier sicherlich auch noch ganz tolle Aufbewahrungsmöglichkeiten schaffen oder zum Beispiel eine von Ilans Gitarren aufhängen, zugänglich machen. Da wird uns sicher noch einiges einfallen. Wir möchten jetzt einfach nicht alles schließen, sondern auch akzentuiert mit dem Ständerwerk spielen und mit der Optik und einfach mal schauen, was passiert. Auch hier wird mit Sicherheit noch gestrichen, als auch an der Decke. Da ist ja auch noch das naturbelassene Okome-Sperrholz. Ja, aber zum Thema Farben werden wir natürlich auch nochmal gesonderten Video für euch drehen und das zusammenfassen. Das nur noch als Ergänzung. Also das ist tatsächlich die einzige geschlossene Wand in diesem Raum. Die anderen bleiben vorerst geöffnet. Wir machen jetzt aber Schluss für das heutige Video. Hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und natürlich ein Abo mit dem aktivierten Glöckchen, damit ihr auch keine weiteren Videos mehr verpasst. Und sagen bis nächste Woche.